das sind natürlich Anblicke, die nicht alltäglich sind. So was sieht man auch als Feuerwehrmann nicht relativ oft, wenn man eine Person mit so starken Verbrennungserscheinungen. Das ist schon krass. Dass eine Person festgenommen wird und im Polizeigewahrsam verbrennt, das ist eigentlich, das sind Sachen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas wirklich geschehen kann in diesem Land. Als ich dann noch gehört habe, dass der Herr Jallo an allen vier Gliedmaßen gefesselt war, ja, es ist ein absoluter Albtraum. Januar 2005. Dessau, Turmstraße, gegen 8 Uhr morgens. Einige Frauen säubern im Auftrag der Stadt die Straße vor einer Gaststätte. Ein Mann, offensichtlich stark betrunken, kommt zufällig vorbei, redet auf sie ein. Die Frauen fühlen sich gestört. Sie verständigen die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten wollen die Identität des Mannes feststellen. Doch dieser wehrt sich energisch. Sie nehmen ihn fest. Dieses Dokument hat er dabei. Es weist ihn als abgelehnten Asylbewerber aus, der aber noch geduldet ist. Sein Name Uri Jallo. Aber es gibt ein Problem. Das Geburtsjahr ist nicht lesbar. Die Beamten bringen ihn auf das Revier. Ein Routinefall, so scheint es. Der 21-Jährige ist am heutigen Vormittag durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen worden, nachdem er im Stadtgebiet von Dessau mehrere Frauen belästigt hat und nachdem die hinzugerufene Polizei seine Personalien feststellen wollte, ist er aggressiv gegen diese Beamten vorgegangen und hat Widerstand geleistet. Aufgrund dessen ist er in Verhinderungsgewahrsam genommen worden. Die Beamten führen Uri Jallo in den Zellentrakt des Reviers, in den Keller. Er wird durchsucht. Ihm wird Blut entnommen. In der Gewahrsamszelle 5 fesselt man ihn an Händen und Füßen. Dann gerät der Routinefall außer Kontrolle. Gegen 12 Uhr mittags bricht plötzlich ein Feuer aus. In einer gefliesten Zelle. Etwa 20 Minuten später trifft die Feuerwehr ein. Sie macht eine grausige Entdeckung. Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentlichen Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt, immer ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen in Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt, sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht, wie wir ursprünglich vermutet hatten, irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber. Der Tod in der Zelle. Ein schreckliches Unglück. Selbsttötung oder gar Mord? Was hat sich hinter diesen Mauern abgespielt? Die Behörden hüllen sich über die Details lange in Schweigen. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie die Öffentlichkeit nur unter Druck informieren. In Dessau und Umgebung leben einige hundert afrikanische Flüchtlinge. Die Nachricht von dem Tod einer der ihren, ausgerechnet im Polizeirevier, verbreitet Angst und Schrecken. Sie treffen sich in einem kleinen Telefonladen in der Innenstadt, einem der wenigen Orte, wo sie sich zu Hause fühlen. Sie versuchen, alle Freunde zu erreichen. Nur einer meldet sich nicht. Bald haben sie Gewissheit. Der Tote ist ihr Freund Uri, den hier alle Rasta nennen. Dieses Foto haben wir im letzten Sommer hier in Dessau gemacht, ganz in der Nähe vom Stadtpark. Immer wenn ich mir dieses Bild anschaue, vermisse ich Uri. Ich vermisse einen Freund, einen Bruder. Von uns dreien hier sind nur zwei geblieben. Einer ist gestorben, in den Händen der Polizei. Selbst im Gefängnis sind wir hier nicht sicher.
Und das ausgerechnet in Deutschland, einem demokratischen Land, das so entwickelt ist. Er traut sich nicht, sein Gesicht zu zeigen. Er erzählt, dass im Stadtpark von Dessau Rechtsradikale vor ein paar Jahren einen Mosambikaner erschlagen haben, Alberto Adriano. Der Fall machte Schlagzeilen. Und jetzt der Tod von Uri Jalloh. Wir haben das Gefühl, hier in Dessau stimmt etwas nicht. Wir wollen endlich die Wahrheit wissen, den Grund für seinen Tod. Nur wenige Dessauer haben Kontakt zu den Afrikanern, wissen etwas über deren Leben am Rande. Und die Flüchtlinge erleben ihr deutsches Umfeld oft als abweisend. Seit dem Mord an Alberto Adriano im Stadtpark gibt es immer wieder Spannungen. Um Übergriffe zu verhindern und den Flüchtlingen wieder Vertrauen zu vermitteln, wurde ein Beratungszentrum eingerichtet. Marco Steckel ist jetzt ihr Ansprechpartner und erfuhr so vom Fall Uri Jalloh. Also ich habe dann angefangen zu recherchieren. Das war zunächst ein Gespräch bei der Polizei, wo ich die Fragen gestellt habe, war er fixiert, haben die Überwachungstechnik funktioniert und waren Dolmetscher mit dabei. Diese Fragen konnten sie mir nicht beantworten. Teilweise wurde sie aggressiv auf meine Fragen reagiert, sodass ich weiter recherchiert habe und bin dann relativ schnell auf das Ergebnis gekommen, dass er fixiert war. Fixiert, das heißt, an Händen und Füßen gefesselt und mit Handschellen an den Metallgriffen befestigt, die seitlich von der Matratze in Wand und Boden eingelassen sind. Uri Jalloh konnte sich nicht bewegen, konnte sich vor dem Feuer nicht retten. Die Polizei rief die Feuerwehr herbei mit dem Auftrag, Brand im Zellentrakt, eine Person vermisst. Kein Wort über die Fixierung. Minutenlang durchsuchten die Feuerwehrleute den mit schwarzem Rauch gefüllten Gang. Ohne Ergebnis. Zum Schluss kehrten sie noch einmal in die Zelle 5 zurück. Wir hatten es eigentlich nicht erwartet, dass diese Person, ich sag mal, direkt am Fußboden fixiert war. Es war ja lediglich eine Matratze auf dem Fußboden. Und an dieser Matratze war ja ein Eisengestell, was also dort irgendwo eingelassen war, war die Person ja mit Hand- und Fußfesseln fixiert. Das hatten wir eigentlich nicht so erwartet. Wie aber kam es zu dem Brand in der Gewahrsamszelle 5? Die Wände gekachelt, ein Kurzschluss oder technischer Defekt ausgeschlossen. Später tauchte dann irgendwann in den Ermittlungen und der Präsentation dieser nochmal ein Feuerzeug auf. Und da wurde die Geschichte also immer verrückter. Es dauerte Wochen, bis Marco Steckel Auskunft von den Behörden bekam. Jedes neue Detail warf noch mehr Fragen auf. Und in Dessau machten Gerüchte die Runde. Die Freunde von Uri Jalloh fühlten sich besonders betroffen. Fast jeder hatte Polizeikontrollen über sich ergehen lassen. Daran hatten sie sich gewöhnt. Die Horrorvorstellung aber, verhaftet zu werden und danach nicht mehr lebendig wiederzukommen, nährte die wildesten Vermutungen. Manche Leute haben gedacht, bei dieser Festnahme, weil er sich gewehrt hat, er wollte nicht mitkommen, da hat die Polizisten ein bisschen mit Gewalt umgegangen ist, dann irgendwo haben sie ihn in eine empfindliche Ecke getroffen oder irgendwo im Körper und da ist er ums Leben gekommen. Das alles zu vertuschen, verfliegen sie in dem Feuer darunter. Gut, halt. Die Staatsanwaltschaft steht unter Druck, endlich eine plausible Erklärung für den Tod Uri Jalohs zu liefern. Einen Monat nach dem Vorfall präsentiert sie ihre Version. Sie geht davon aus, dass Uri Jalloh sich selber angezündet hat. Sie präsentiert ein Video, in dem demonstriert wird, wie Uri Jalloh ein Feuerzeug aus der Hosentasche gezogen haben könnte. Auch hier kann ich wirklich auf der Matte hantieren. Wir haben mit dem Video nur zeigen wollen, dass es Bewegungsmöglichkeit trotz der Fixierung gab, sodass also die theoretische Möglichkeit jedenfalls bestand, dass er selbst die Tötung veranlasst hat. Hintergrund waren diese Spekulationen, die aufgetreten waren, dass er aufgrund der Fixierung überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, ein Feuerzeug hervorzuholen, zu bedienen und sich anzuzünden. Die Version der Staatsanwaltschaft lässt viele Fragen offen. Die Matratze ist feuerfest ummantelt und lässt sich oberflächlich mit einem Feuerzeug nicht in Brand setzen.
Das geht. Es ist denkbar, dass, wie es in dem Video demonstriert worden ist, an einer Naht das Feuer angesetzt hat. Es ist aber auch denkbar, dass die Matratze beschädigt war und dass an solchen Beschädigungen dann das Feuer durch den Mantel ins Innere gelangt ist. Doch die Hypothese der Staatsanwaltschaft überzeugt nicht jeden. War Uricalo bei einem Blutalkoholgehalt von fast 3 Promille noch in der Lage, gezielt zu handeln? Und wie konnte das Feuerzeug in seine Hände gelangen? Er war zuvor vorschriftsmäßig kontrolliert worden. Uricalos Freunde glauben nicht an einen Selbstmord. Mukhtar Bah hat ihn oft hier in der Asylbewerberunterkunft besucht. Das Bett von Uricalo ist unberührt geblieben. Auch Monate danach scheint es, als sei jemand nur kurz weggegangen. Uri teilte sich den Raum mit 2 anderen Flüchtlingen. Er war froh, hier in Sicherheit und Ruhe leben zu können. Obwohl er Muslim war, hat er gern auch in der Bibel gelesen. Uricalo hatte einen Sohn und kämpfte um das Sorgerecht. Dabei half ihm Mukhtar Bah. Davon erhoffte sich Uri ein Bleiberecht, eine Zukunft in Deutschland. Hier ist vom Landkreis Anhalt selbst Urkunde über die Anerkennung des Vaterschaft für das Kind. Und Versatz von seinem Kind. Uricalo hat ihm auf sein Kind gewartet, ja, und irgendwann mal um sich das Kind zu haben. Die Sensibilität, was er auch hatte. Und deswegen kann ich mich nicht vorstellen, dass er das sich antun könnte. Und diese ganze Hoffnung auch, um seinen Eltern irgendwann mal zu haben. Und diese ganze Träume, was er auch oft darüber gesprochen hat. Ja, und mit seinem Kind irgendwann mal zu seiner Mutti. Und deswegen, wenn ich das alles zusammenfasse, ja, und dann werde ich mir sagen, nee, er war nicht so weit. Er war nicht so weit, dass er sich selber verbrennen könnte oder selber umbringen. Die Ex-Freundin von Uricalo und Mutter des Kindes wohnt einige Kilometer entfernt. Auf der Suche nach ihrer Wohnung trifft Mukhtar zufällig 2 Gärtner bei der Arbeit. Sie erklären ihm gerade den Weg, da nähert sich bereits ein Streifenwagen. Der Afrikaner ist in der Siedlung nicht unbeobachtet geblieben. Ob es irgendwelche Probleme gäbe, wollen die Beamten wissen. Gefilmt werden wollen sie nicht. Hier sorgen Menschen mit anderer Hautfarbe sofort für Aufsehen. Nicht einfach war es für Cindy, als sie hier mit ihrem afrikanischen Freund aufkreuzte. Niemand interessierte sich für die Herkunft, das Schicksal, die Träume von so einem. Ja. Er hat geträumt, dass er eine eigene Familie hat, eine kleine Wohnung, dass er dann mit uns halt zusammenlebt und dass er dann arbeiten gehen kann, dass er hier dann in Deutschland bleiben kann, für seine Familie sorgen kann. Ja. Davon hat er immer geträumt. Nur einmal hatte Uri seinen Sohn im Arm, kurz nach der Geburt, im Krankenhaus. Cindy lebte noch bei ihren Eltern und war in der Ausbildung. Ihr Umfeld machte ihr Druck und sie gab das Kind zur Adoption frei. Gegen den Willen von Uri. Deswegen trennten sie sich und er versuchte vergeblich, das Kind zu sehen. Die Trauerfeier für Uricalo. Freunde und Bekannte wollen ihm die letzte Ehre erweisen und den Leichnam aufgebahrt sehen. Und dann ein schrecklicher Moment, von dem nur diese Amateurbilder berichten.
Als der Sarg geöffnet wird, löst der Anblick Schock und Tumult aus. Eine Scheibe in der Halle geht zu Bruch. Das Misstrauen ist wieder da. Was können die Gerichtsmediziner aus einer so stark verkohlten Leiche überhaupt noch herauslesen? Die Todesursache sieht das Gerichtsmedizinische Institut in einem sogenannten Hitzeschock, weil aufgrund der Flammenentwicklung sich Temperaturen bis zu 345 Grad Celsius nach 2,5 Minuten entwickelt haben. Das führt zu einem schlagartigen Atemstillstand und dem Herztod. Die Freunde von Uri wollen auf Nummer sicher gehen, schalten Anwälte ein und veranlassen eine zweite Obduktion. Diese bestätigt die Todesursache. Aber bei der ersten Obduktion wurde etwas übersehen. Was die Obduktion des Leichnams angeht, da wurde von unserer Seite vorgeschlagen, dass auch eine Röntgenuntersuchung stattfindet, nur um auszuschließen, dass knöcherne Verletzungen bestehen am Schädel oder an den Gliedmaßen. Das fand die Staatsanwaltschaft nicht erforderlich. Wir haben dann selber ein Gutachten in Auftrag gegeben und bei diesem Gutachten hat sich ja festgestellt, dass der Herr Jallo einen Nasenbeinbruch hatte. Warum hat man bei der ersten Obduktion auf Röntgenaufnahmen verzichtet? Wie kam es zu dem Nasenbeinbruch? Fragen, auf die die Staatsanwaltschaft keine Antworten liefert. Dann werden weitere brisante Ermittlungsergebnisse bekannt. Der Mitschnitt eines Telefonats taucht auf. Es ist das Gespräch zwischen dem Dienstgruppenleiter Andreas S. und dem Arzt Dr. B., der Uri Jallo untersuchen soll. Aufgezeichnet am 7. Januar, unmittelbar nach der Verhaftung. Polizei, wir bräuchten dich mal. Arzt, was hast du denn? Na, eine Blutabnahme. Na, dann mach ich das. Ja, piekst du mal einen Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Lachen. Da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen. Na, bring doch eine Spezialkanüle mit. Mach ich. Der Dienstgruppenleiter und der herbeigerufene Arzt kennen sich gut. Uri Jallo wird für gewahrsamstauglich erklärt. Seine Alkoholwerte im Blut liegen zu diesem Zeitpunkt bei 2,68 Promille und bei 3,42 Promille im Urin. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man eine Person, die sehr stark betrunken ist, in eine Zelle fesseln kann an allen vier Gliedmaßen, ohne die zu überwachen, also ohne die visuell zu überwachen. Weil es ist doch vollkommen naheliegend, dass so eine Person sich zum Beispiel erbricht und dann an dem Erbrochenen stirbt. Das ist was, das hört man nicht über eine akustische Überwachungsanlage. Also überhaupt diese ganze Handhabung im Polizeigewahrsam, deshalb ist mir nicht nachvollziehbar. Und ich muss sagen, das finde ich auch menschenverachtend. Dann auch noch zu sagen, man schützt die Leute vor sich selber und bringt sie damit um. Und noch ein zweiter Mitschnitt wird öffentlich. Das Gespräch zwischen zwei weiteren Polizeibeamten unmittelbar nach dem Brand. Hat er sich aufgehangen oder was? Nee, da brennt's. Wieso? Weiß ich nicht. Die sind da runtergekommen. Da war alles schwarzer Qualm. Ja, ich hätte fast gesagt, gut. Alles klar. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Das zeigt vielleicht so ein bisschen was von dem Grundverständnis, mit dem die Polizeibeamten in dieser Situation sich verhalten haben. Das macht vielleicht auch klar, dass für einige Polizeibeamten ein Leben eines Asylbewerbers wie des Herrn Jallo nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit dem Leben anderer Menschen. In Dessau verbrennt ein Asylbewerber. Ein Mensch wird zu einem Aktenzeichen. Über die Person Uri Jallo wissen wir fast nichts. Warum kam er nach Deutschland? Sein Freund Mukhtar Bah hatte bislang nur telefonischen Kontakt zur Mutter Uris.
Er organisierte die Rückführung des Leichnams nach Afrika. Jetzt will er die Familie besuchen. Conakry, die Hauptstadt von Guinea. Ein kleiner Staat an der westafrikanischen Küste, gleich neben Sierra Leone. Guinea ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Weg zu Uris Mutter führt Mukhtar in das Hinterland. Die Familie ist immer wieder vor Kriegen geflüchtet. Die Eltern leben getrennt. Die Mutter wohnt zurückgezogen in einem kleinen Dorf, eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt. Hierher verirren sich selten Menschen aus der Hauptstadt, geschweige denn aus einem anderen Land. 5000 Kilometer südlich von Dessau scheint die Zeit stehen geblieben. Die Menschen leben von dem Wenigen, was ihnen die Natur gibt. Erst am nächsten Morgen erreicht Mukhtar das abgelegene Dorf namens Turaul. 4 Hütten, kein Strom. Für jedes Telefonat müssen die Menschen einige Stunden zu Fuß in die nächste Stadt. Hier lebt die Mutter von Uri Jallo, Mariama Jambo Jallo. Die Menschen können es nicht fassen, dass Uri in Deutschland gestorben ist. Ausgerechnet. Er war doch vor Krieg und Tod in Afrika geflüchtet, ins sichere Europa. Deutschland gilt hier als Hort von Wohlstand, Recht und Ordnung. Der Krieg habe sie von ihrem Sohn getrennt, erzählt sie Mukhtar. Sie war froh, als sie erfuhr, dass Uri gut in Deutschland angekommen sei und sie ihm mitteilen konnte, dass sie selbst auch überlebt habe. Das war nicht ihr direkter Wunsch, dass man jetzt sagt, du schickst dein Kind eigene in ein anderes Land. Wobei das so dieser Schicksal gekommen ist, dass dieser Bürgerkrieg gekommen ist, deswegen ist er dort geflüchtet oder gegangen, ein anderes Leben zu finden, ein besseres Leben zu haben. Die kleine Hütte hat sie mit dem Geld gebaut, das ihr Uri geschickt hat. Mal waren es 10, mal 20 Euro im Monat. Viel Geld. Die Menschen verdienen hier etwa 300 Euro im Jahr. Uris Mutter will bei einem Prozess als Nebenklägerin auftreten. Sie überreicht Mukhtar eine Vollmacht für die Anwälte. Sie kann nicht lesen und schreiben, wie die meisten hier. Die Kopie von ihrem Pass hat sie mit ihrem Fingerabdruck unterzeichnet. Hofft auf jeden Fall, wenn jemand das getan hat, dass man ihn vor Gericht bringt und es verurteilt. In der Zwischenzeit hat die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift vorgelegt. Sie geht weiterhin von einer Selbsttötung aus, beschuldigt aber zwei Polizisten. Sie sollen durch Unterlassen fahrlässig den Tod von Uri Jallo verursacht haben. Dem Beamten Hans-Ulrich M. wird vorgeworfen, bei der Durchsuchung ein Feuerzeug übersehen zu haben. Im Zentrum der Vorwürfe aber steht der Dienstgruppenleiter Andreas S. Der Staatsanwalt präsentiert das Minutenprotokoll eines entsetzlichen Todes. Um kurz vor 12 stellte der Dienstgruppenleiter, der über eine Wechselsprechanlage mit der Zelle akustisch verbunden war, diese Wechselsprechanlage leiser, weil aufgrund von Rufen, möglicherweise auch Bewegungen des Uri Jallo, die Lautstärke in seinem Zimmer so war, dass er nicht telefonieren konnte. Während sich oben ein Polizeibeamter beim Telefonieren gestört fühlte, verbrannte Uri Jallo qualvoll auf der Matratze in Zelle Nummer 5.
Noch am Abend des 7. Januar sagte die Polizeibeamtin Beate H. aus, dass der Dienstgruppenleiter die Wechselsprechanlage leiser stellte. Damit belastet sie ihren Vorgesetzten Andreas S. schwer. Auf ihrer Aussage basiert im Wesentlichen die Rekonstruktion des weiteren Verlaufs durch die Staatsanwaltschaft. Zwischen 12.04 Uhr und 12.09 Uhr nahmen der Dienstgruppenleiter und seine Kollegin plätschernde Geräusche wahr aus der Zelle. Der Dienstgruppenleiter gibt zu seiner Verteidigung an, er dachte damals, es könnte sich bei diesem plätschernden Geräusch um einen Wasserrohrbruch gehandelt haben. Doch Beate H. belastet ihn weiter. Zur gleichen Zeit schlug der Rauchmelder an. Der Dienstgruppenleiter stellte den Alarm ab. Nach dem Abstellen des Alarmknopfes hörten der Dienstgruppenleiter und die Kollegin erneut Rufe des Uri Jallo und eine Intensivierung des von ihnen als plätscherndes Geräusch wahrgenommenen Feuers. Anschließend schlug der Rauchmelder erneut Alarm. Doch Andreas S. habe wieder den Alarm abgestellt, sagt Beate H. aus. Sie habe ihn aufgefordert, endlich im Keller nachzusehen. Inzwischen war das Feuer stärker geworden. Über die Wechselsprechanlage waren intensive Geräusche zu hören. Dann schlug auch der Rauchmelder im Lüftungsschacht Alarm. Nunmehr, nachdem also auch der Lüftungsschalter Alarm geschlagen hatte, begab sich der Dienstgruppenleiter von seinem Zimmer aus in den Keller. Die Kollegin blieb im Zimmer des Dienstgruppenleiters und hörte über die Wechselsprechanlage nun erstmals den Ausruf des Uri Jallo Feuer. Wenn sich Andreas S. pflichtgemäß und sofort nach dem ersten akustischen Alarm zur Zelle begeben hätte, wäre Uri Jallo noch zu retten gewesen, glaubt die Staatsanwaltschaft. Die Chronologie und Details dieser Beschuldigung stützen sich im Wesentlichen auf die polizeiliche Vernehmung von Beate H. noch am Abend des 7. Januar. Das ist die zentrale Zeugin schlechthin. Die hat in ihrer ersten Vernehmung sehr detaillierte Angaben zum Ablauf gemacht. Sie hat zum Beispiel angegeben, dass der Dienstgruppenleiter den Rauchmelder ausgeschaltet hätte und nicht gleich losgegangen wäre. Dann eine Kehrtwende. Beate H. zieht die schweren Vorwürfe gegen ihren Vorgesetzten Andreas S. weitgehend zurück. Sie widerspricht sich in wesentlichen Punkten. Diese zweite richterliche Vernehmung der Polizistin findet 2 Monate nach dem Vorfall statt. Bei ihrer Aussage sind diesmal noch andere Personen im Raum. Diese Vernehmung fand im Beisein der Verteidiger der beiden Angeschuldigten und auch der Angeschuldigten selber statt. Das heißt, für die Beamte natürlich eine besonders problematische Situation, diese Belastung, die sie in der ersten Aussage getätigt hat, nun auch noch mal von Angesicht zu Angesicht mit ihren Kollegen wiederholen zu müssen. Und da war eben das Bemühen dieser Zeugen erkennbar, hier doch zu relativieren und teilweise zurückzurudern. Der Beschuldigte Andreas S. und sein Anwalt wollen sich vor der Kamera nicht äußern. Es kommt dennoch zu einem Treffen, ein Hintergrundgespräch, aus dem wir nicht zitieren dürfen. Aber es wird deutlich, dass ein Verteidiger bei einem Verfahren die Glaubwürdigkeit von Beate H. in Frage stellen wird. Denn die Polizistin hat mittlerweile ihre erste belastende Aussage bekräftigt. Ungeklärt bleibt weiterhin, wie das Feuerzeug in Uri Jallos Hände gelangen konnte. Für die Staatsanwaltschaft gibt es nur eine Erklärung. Der Polizeibeamte Hans-Ulrich M. muss das Feuerzeug bei der Durchsuchung übersehen haben. Wir treffen uns mit ihm. Auch Hans-Ulrich M. möchte sich vor der Kamera nicht äußern. Aber er beteuert uns gegenüber, Uri Jallo gründlichst untersucht zu haben. Er habe alle Taschen ausgestülpt und abgetastet und ein Handy, die Brieftasche und ein gebrauchtes Papiertaschentuch entfernt. Er habe keinen weiteren Gegenstand gefunden. Unsere Verteidigungslinie oder die Position meines Mandanten in diesem Verfahren, wenn wir so darstellen, oder stellt sich für mich so dar, dass meinem Mandanten kein Vorwurf gemacht werden kann. Er hat hier nicht fahrlässig gehandelt, er hat die für ihn zumutbare Sorgfalt angewandt, er hat dem Herrn Jallo umfassend durchsucht und geguckt, ob irgendwelche Gegenstände, die nach der Gewahrsamsordnung hätten entfernt werden müssen, entfernt wurden, vorhanden sind. Die hat er nicht gefunden und ich denke,
Das werden wir in dem Verfahren auch aufzeigen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie dieses Feuerzeug in den Gewahrsamsraum gelangt werden kann. Wir hatten darüber gesprochen, es besteht die Möglichkeit, dass es aufgegriffen wurde auf dem Weg in die Zelle hinein. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Feuerzeug herausgefallen ist bei der Kontrolle durch andere Personen in der Zelle. Es besteht auch die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste, dass sich dieses Feuerzeug irgendwie im Bereich der Zelle, im Bereich der Matratze, auf die Herr Jallo gelegt wurde, befand. Und ja, es geht darum, im Verfahren Zweifel aufzuzeigen, wie dieses Feuerzeug auch noch weiter in die Zelle gekommen sein kann. Über ein halbes Jahr liegt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dessau. Dann gibt es eine bizarre Entwicklung. Das Gericht bezweifelt plötzlich, dass die Eltern von Uri Jallo tatsächlich seine Eltern sind. Ich finde es ja auch absurd, dass dieser Leichnam, wie gesagt, durch Vermittlung der Botschaft nach Conakry zu den Eltern überführt wurde und niemand hat angezweifelt, dass es die Eltern sind. Es war selbstverständlich. Jetzt bei diesem Verfahren plötzlich heißt es ja, die Verwandtschaftsverhältnisse wären nicht nachgewiesen. Es ist nicht nur eine Formsache. Können die Verwandtschaftsverhältnisse nicht eindeutig geklärt werden, gibt es keine Nebenklage. Und ohne Nebenklage bleiben die Anwälte der Familie von einem Prozess ausgeschlossen. Acht Flugstunden entfernt in Guineas Hauptstadt Conakry. Ausgerechnet hier, wo Geburtsregister nicht immer vollständig sind und viele Menschen ihre Papiere auf der Flucht verloren haben, sollen Unterlagen gefunden werden, die der Genauigkeit der deutschen Gerichte standhalten. Auf der Suche nach Dokumenten, die Uri Jallos Identität klären sollen, hat Mukhtar Bah mittlerweile auch den Vater gefunden. Seit der Flucht aus Sierra Leone lebt er getrennt von der Mutter. Alles begann mit der Revolution. Als der Diktator Sékou Touré an die Macht kam, mussten wir nach Sierra Leone flüchten. Dort haben wir gelebt, bis der Bürgerkrieg ausbrach. Wieder mussten wir flüchten. Unsere Familie wurde getrennt. Ich ging nach Conakry und habe versucht, für meinen ältesten Sohn Uri die Flucht nach Europa zu organisieren. Ich selber konnte nicht weg. Ich war schon zu krank. Ich hatte einen Unfall und hatte kein Geld. Die ganze Familie musste zusammenlegen, damit Uri nach Europa reisen konnte. Wir hatten gehofft, dass er mich einmal unterstützen wird und die Familie. Jetzt ist er vor mir gestorben, vor seinem alten, kranken Vater. Das war ein großes Opfer für die Familie. Im Haus des Vaters haben sich Verwandte und Freunde zusammengefunden. Die meisten haben den Krieg in Sierra Leone erlebt und sie wollen nicht darüber sprechen. Zu sehr schmerzen die Erinnerungen. Abdul Rahman ist mit Uri aufgewachsen und gemeinsam mit ihm vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. Er erzählt, dass die Menschen sehr gelitten und sie selber alles verloren haben. Nur mit dem Leben kamen sie davon. Von 1991 bis 2002 wütete in Sierra Leone ein blutiger Bürgerkrieg. Es ging um Diamanten und die Kontrolle von Rohstoffen. Rebellen überfielen Städte und Dörfer und massakrierten wahllos Tausende von Menschen. Vielen wurden systematisch die Hände abgehackt. Dann verschwand Sierra Leone wieder aus den Schlagzeilen. Wir haben viel gelitten. Wir haben viele Tote gesehen. Viele von der Familie wurden getötet. Viele Freunde sind gestorben. Wir waren gerade in der Schule, lernten Englisch. Das wurde alles durch den Krieg zunichte gemacht. Abdul beneidete Uri, dass er es bis Europa geschafft hatte. Davon träumten viele. Sie haben mir meinen Sohn Uri getötet. Jetzt ist er tot und ich habe ihn nicht wiedergesehen.
Herrliche Mama Dore. Herrliche Mama Dore. Herrliche Mama Dore. Der Vater zeigt Kinderfotos von Uri. Dann legt die Familie die Geburtsurkunde des Sohnes vor. Die haben sie trotz der Kriegswirren retten können. Eine Geburtsurkunde von Uri Jallo. Die Eltern hoffen mit diesem Beleg, alle Zweifel der deutschen Behörden auszuräumen. Zusätzlich wollen sie neue Vollmachten für die Anwälte unterschreiben. In Deutschland haben die das noch nicht das erkannt. Die meinten, dieser Unterschrift, was Mutti, die seine Mutti geschickt hat, das nicht stimmt. Oder sie haben verzweifelt darauf. Okay, verstehe ich auch. Die wollen sicher sein, dass Mutti das unterschrieben haben. Und ja, jetzt habe ich diese Urkunde hier. Und das hat eine vielleicht Beweis, dass wirklich die Mutti das ist. Sie kann nicht leider schreiben. Sie hatte fast nie einen Kugelschreiber am Hand. Und deswegen hat sie bei der Ärzte einen Fingerabdruck gemacht. Und jetzt macht sie einfach ein Kreuz, habe ich ihr gesagt, soll das einfach ein Kreuz machen. Ich hoffe, das wird auch für die Stadt reichen. Das Grab von Uri Jallo liegt auf dem zentralen Friedhof in Conakry. Auf der Inschrift ist zu lesen, dass er 1968 geboren ist. Er hat sich in Deutschland bewusst jünger ausgegeben. Vielleicht in der Hoffnung, als Asylbewerber bessere Chancen zu haben. Eine neue Frage beschäftigt die Anwälte inzwischen. War der Tod Uri Jallos in der Zelle ein tragischer Einzelfall oder gab es in der Vergangenheit schon mal Ähnliches? Sie werden fündig. Im November 2002 gab es in der Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers schon einmal einen Toten, einen Obdachlosen. Er starb an einem Schädeldachbruch. Dienst hatten Andreas S. und der Arzt Dr. B., wie bei Uri Jallo. Das Ermittlungsverfahren wurde damals eingestellt. Der Tote? Der 36-jährige Mario Bichtermann. Auch er, einer vom Rand der Gesellschaft. Auch er, nur ein Aktenzeichen. Es wäre sicherlich das Interesse der Nebenklage, diese Akte beizuziehen, um mal zu sehen, was da genau eigentlich für Versäumnisse stattgefunden haben, ob die vergleichbar sind zu denen jetzt. Wie auch immer. Insofern kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Verteidigung kein gesteigertes Interesse daran hat, eine Nebenklage im Verfahren zu haben. Der Fall Bichtermann ist in Dessau längst in Vergessenheit geraten. Der Arzt und der Beamte blieben im Dienst. Ein Fußballspiel in Dessau für Uri Jallo. Die Freunde wollen Geld sammeln, damit die Anwälte weitermachen können. Sie wollen verhindern, dass der Fall im Sande verläuft. Auch Asylbewerber, auch die ganz unten, haben ein Recht darauf, dass die Wahrheit ans Licht kommt, finden sie. Wir wollten einfach mal dieser Publikum zeigen, dass Uri Jallo immer noch da ist. Ja? Sehr wichtig, wirklich. Doch mit solchen Solidaritätsveranstaltungen, mit solchen menschlichen Begegnungen, ist es nicht getan. Ein Jahr danach gibt es mehr Fragen als Antworten. Wird ein Prozess das Rätsel um Uri Jallos Tod lösen können? Wir werden es nicht mehr aufklären können. Es gibt, auch das hatten wir ja besprochen, eine ganze Menge Merkwürdigkeiten, wie
Wie konnte auf einer feuerfesten Matratze eine gefesselte Person sich selbst entzünden? Die ersten Nachbrandversuche haben ergeben, dass das nur schwer möglich ist für jemanden, der auf einer solchen Matratze liegt. Ich glaube nicht, dass im Prozess noch überraschend neue Erkenntnisse hervortreten werden. Nach Aktenlage lässt es sich einfach nicht mehr aufklären, was genau dort passiert ist und wie sich das genau zugetragen hat. Dennoch habe ich die Hoffnung, vielleicht auch die Erwartung, dass in einem sehr aufwendigen, sehr gründlichen Prozess noch ein bisschen mehr ans Licht kommt, als wir bisher wissen. Dass da bestimmte Unklarheiten, die bisher existieren, vielleicht doch durch intensive Befragungen von Zeugen beseitigt werden können. Dass wir auch möglicherweise im Rahmen der Hauptverhandlung noch ergänzende Ermittlungen anstellen müssen gemeinsam. Dass man auch mal recherchiert beispielsweise, woher kommt nun eigentlich der Nasenbruch, der in der zweiten Obduktion bei Herrn Jallow festgestellt worden ist. Der ist bisher überhaupt nicht plausibel geworden nach dem Akteninhalt. Da erhoffe ich mir durchaus weitergehende Erkenntnisse, aber nicht unbedingt die absolute Wahrheit. Acht Flugstunden und eine Tagesreise entfernt, 5000 Kilometer südlich von Dessau, hoffen die Angehörigen des Opfers, dass es in Deutschland doch noch funktionieren wird mit der Aufklärung. Die Menschen im Dorf der Mutter beten: Gott möge Uri beschützen. Er möge ihm dort, wo er jetzt ist, immer Nahrung zur Verfügung stellen. Gott möge unsere Gebete erhören. Uri Jalloh ist dreimal gestorben, sagt ein Freund. Im Bürgerkrieg in Sierra Leone starb seine Vergangenheit. Als Asylbewerber in Deutschland starb seine Zukunft. Und in einer Zelle in Dessau kam er ums Leben.